Blauer Himmel, Sonnenschein, bestes norddeutsches Wetter. Das kann sich auch unser Gast nicht entgehen lassen. Bodo Jansen, Ex-Model und Hotelier, läuft das Wasser im Mund zusammen. Trotzdem grillen wir nicht nur, wir reden auch über die bewegende Lebensgeschichte von Bodo Jansen. Als Student war er Entführungsopfer. Wie ihn das geprägt hat und warum ihm jeder einzelne Mitarbeiter wichtiger ist heute als der Gewinn, das jetzt bei das. Immer größer, immer mehr Platz für die Passagiere, immer mehr Unterhaltungsprogramm an Bord. Die Kreuzfahrtbranche boomt. Heute nun ist der neueste Luxusliner nach Hamburg gekommen, die AIDA Prima, das neue Flaggschiff der AIDA Cruises. Gebaut in Japan, von jetzt an aber ein echtes norddeutsches Mädel. Nils Utzig. Sie ist die wundervollste Monarchin der Welt und die dienstälteste. Queen Elizabeth II. Feiert heute ihren 90. Geburtstag und ganz Großbritannien feiert mit. In London wurde Salut geschossen, Kirchenglocken läuten, Politiker aus dem In- und Ausland würdigten ihre Verdienste und Tausende brachten Blumen. Eine außergewöhnliche Frau. Und deshalb sagt Leontine von Schmette, unsere Adelsexpertin, heute Abend im NDR Fernsehen 22 Uhr auch noch mal ganz ausführlich Happy Birthday. Unser Thron. Schön drinnen im Warmen, wir hier draußen, Bodo Jansen, Unternehmer, Hotelier aus Emden draußen. Wer hatte eigentlich die Idee mit dem Angrillen? Es ist arschkalt, oder? Ihnen nicht? Hier am Grill weniger. Also auf einem Workshop habe ich gesagt, hey, das fühlt sich gut an, sprecht mich doch mit Vornamen an. Und das Resultat war, dass mich keiner mehr angesprochen hat. Die wollen gleich auch noch mal ausführlich sprechen. Du hast auch ein spannendes Buch geschrieben. Sag mir doch, was du brauchst zum Marinieren oder hol das selbst, wie du möchtest. Ich brauche von dir ein bisschen Öl. Öl, okay. Senf brauche ich, und zwar einmal Dijon-Senf. Und dann brauche ich noch ein bisschen Honig, der steht da auch. Das hier, ne? Genau. Und dann schauen wir mal, ist da ein Schälchen zum Mischen? Ein Schälchen, zu, guck mal, hier. Genau, dann habe ich hier noch irgendwas, so einen Löffel zum Mischen. Löffeln und Rühren. Du angelst auch selbst. Hast du den jetzt auch geangelt? Den habe ich jetzt nicht geangelt, aber den, den ich angel, der sieht genau, habe ich damit ja auch mein Geld verdient und habe dann auch entsprechend Zeit dafür auch gebraucht, um mich fit zu halten, in Shape zu halten. Ja, und es lief ganz gut. Also, bist du auch durch die Welt gejettet? Ich bin durch die Welt gejettet. Also, ich war in Griechenland, in Südafrika, in Frankreich, in Italien. 18 Jahre, Bodo, ist diese Entführung jetzt her. Wie ist es für dich jetzt noch mal so, die Bilder zu sehen, diese Momente, vielleicht auch in dem Moment noch mal Revue passieren zu lassen? Ja, die Bilder der Entführung, gar nicht so lang. Das darf jetzt nicht sein. Ich muss es im Bruchteil von Sekunden wirklich. Das darf nicht sein. Was einfach gesetzt durch diesen Schicksalsschlag, durch diese Nahtoderfahrung, kann man ja schon sagen. Ja. Wir haben ja gerade nur den Kommissar gehört. Wie hast du tatsächlich diese Situation erlebt? Du bist da mit einer Bekannten reingegangen in diese Wohnung. Hast du in dem Moment gedacht, das ist wirklich ernst hier? Oder wie fühlt sich sowas an? Wie nimmt man das wahr? Das habe ich nicht. Die Gegenwehr war macht. Festgehalten. Ja. Und wie wir gerade gehört haben, auch zwischendurch Medikamente gegeben, wahrscheinlich, um dich ruhig zu stellen. Bist auch bedroht worden. Wie war das? Ja, das war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast. Ja, so nett fand ich im Leben gefunden habe. Auch wenn es Jahre. Wirklich nur mit dem Tod gekämpft oder um das Leben gekämpft hast. Ne? Du bist ja dann befreit worden nach einer Woche. Deine Eltern haben Lösegeld gezahlt. Dieser Moment, wir haben ja gerade noch mal gesehen, deine Eltern. Kannst du den noch erinnern, wie du dann tatsächlich deine Eltern in die Arme nehmen konntest? Das ist an der Tür und dann kam das MEK im Rahmen. Von Hamburg nach Emden, dann war das mit der Privatmaschine, oder? Genau. Also dieses Denken über dein Leben, Nachdenken über dein Leben und was dazu geführt hat, dass du es auch wirklich veränderst. Darüber reden wir gleich. Jetzt stelle ich dir und Ihnen erstmal einen jungen Unternehmer vor, einen Mann, der mit einem ganz anderen Geschäftsmodell versucht, erfolgreich zu sein. Katrin Brinkmann hat den jungen Start-up-Unternehmer im Hamburger Schanzenviertel getroffen. Und wenn er dann ganz groß ist, dann kannst du ihm wichtige Tipps geben, wie er sein Riesenunternehmen am besten führt. Ich finde das schon ganz großartig, gerade so diese Start-ups, wo das, was sie tun, auch einen Sinn erfüllt. Ja, das hatte ich so das Gefühl. Und ich glaube immer dann, wenn mir das. Denn mit, weiß nicht, 15, 30 Leuten in einem kleinen WG-Zimmer und darin auch noch schlafen, wenn die alle raus sind, das ist, muss man ja erst mal bringen, ne? Ja, ich glaube, das erfordert menschlich. Mal, und bist in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Und das hängt auch mit dem Schicksalsschlag zusammen. Denn dein Vater, du hast gerade schon gesagt, es gab eine Privatmaschine in der Familie. Dein Vater ist bei einem Flugzeugabsturz mit dieser Familie, mit dieser Maschine ums Leben gekommen. Was genau war da oder wie ist das passiert? Ja, erstmal habe ich meine Eltern sehr lange. Und habe dann, dass wir das umsetzen, Werte schaffen.
Er als Familienoberhaupt, Unternehmer, hat natürlich große Spuren hinterlassen. Du hast schon gesagt, die Mitarbeiter waren skeptisch. Du bist trotzdem Chef geworden. Und tatsächlich, dann war es auch so, du hast gleich eine Quittung gekriegt, dass du nicht so toll geführt hast. Ne? Das musstest du erst lernen und es war nicht der richtige Weg, den du da eingeschlagen hast. Ja, es gab mehrere Quittungen, die ich das, was ich mir vorgenommen habe, und allen unterlegen. Ich brauchte die Zahlen, um das Unternehmen zu steuern. Und irgendwann war mein Selbstbild so groß, dass ich auf alles eine Antwort hatte und vor allen Dingen die richtige. Und wenn ich in den Spiegel geguckt habe, dann hat es ein bisschen länger gedauert, nicht nur um die Haare zu machen, sondern weil ich mir selbst auf die Schulter geklopft habe und gesagt habe, hey Jansen, was bist du eigentlich für ein cooler Typ? Was soll jetzt noch kommen? Wieso stehst du eigentlich noch nicht auf dem Titelbild eines Manager-Magazins? Ein Wahnsinnsbild, was ich von mir hatte. Und dann haben wir eine Mitarbeiterbefragung gemacht, weil jemand zu uns ins Unternehmen kam. Und da sagte Herr Jansen, so wie Sie mir das Unternehmen beschrieben haben. Aber dann gab es offene Fragen. Spiegel, der hässliche Frosch geworden. Und die Frage war jetzt, wie gehe ich mit diesem Spiegelbild um? Und gerade erreichte uns noch eine ganz traurige Meldung. US-Popstar Prince ist Medienberichten zufolge im Alter von 57 Jahren gestorben. Wir werden natürlich morgen ausführlich darüber berichten. Man war ja immer Michael Jackson oder Prince-Fan. Ich war Prince-Fan. Tut mir wahnsinnig leid. Ich habe noch einige Platten von ihm. Du hast gerade gesagt, Bodo, du musstest den hässlichen Frosch küssen. Was heißt das? Und was heißt das für deine Unternehmensphilosophie, die du jetzt in dem Buch Die stille Revolution auch nochmal darlegst? Ja, das heißt erstmal, ich musste das für mich annehmen, dass ich, habe ich was Gutes getan. Also jeden entsprechend seiner Fähigkeit und Möglichkeiten einsetzen und nicht versuchen, was von jemandem zu verlangen, was der eigentlich, wofür er nicht gemacht ist, was er nicht wirklich kann. Und was ihm auch keine Freude macht. Denn es ist ja auch wichtig, dass man eben mit Spaß bei der Arbeit ist. Du nimmst die Mitarbeiter tatsächlich mit auf die Reise, auf diese neue Führungsreise. Wir haben Bilder, wie du oder wie ihr zusammen eine Reise macht auf den Kilimandscharo. Was hat das für einen Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist, dass wir mit jungen Menschen, mit Aus... Kannst du ja schon mal gucken, was unser Lachs macht. Ich hab Hunger. Ich lüfte mal das Geheimnis. Ja, das ist schön. Den Handschuh. Das geht schon. Das und nicht, dass hier was passiert. Sehr lecker. Einfach drauflegen. Köstlich. Müssen wir noch probieren. Bei so einem Wetter grillst du ja normalerweise draußen. Bist du so ein Harter, der nur die Harten kommen in den Garten? Nee. Also jetzt wird es ja langsam wärmer und dann wird sich das Grillen auch immer wieder öfter ergeben. Mal probieren. Köstlich. Oder? Super. Ich würde vielleicht noch ein bisschen Pfeffer drauf machen, aber super. Morgen übrigens, lieber Bodo, kommt ein Gast, der hat auch viel mit Pflanzen zu tun. Jürgen Feder, Extrembotaniker. Der hat ganz viele Verschwörungen. Auch spannend. Einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder 18:45 Uhr hier bei das.